Hey Leute, hier habe ich euch jetzt die Catch Moon Kit Gun mitgebracht. Ich muss gestehen, ich bin etwas irritiert, wie viel Hass die Catch Moon bekommt. Weil eigentlich ist das Ding ziemlich gut. Also, es ist eine Sekundär-AK-Plasmo, anders kann man es nicht ausdrücken. Ich weiß gerade gar nicht, mit welchem Waffentyp ich das Ding vergleichen sollte. Ich denke, am ehesten wäre es ein Sekundär-Launcher, sowas wie Kulster, Angstrom und sowas. Und da würde ich sogar sagen, ist das Ding ganz klar mit im Top-Bereich. Dem einen oder anderen wird es nicht gefallen, dass wir... Moment, das muss ich anders sagen. Das, was diese Waffe als Vorteil hat, ist teilweise auch ein Nachteil. Ich habe ja gesagt, es ist ein Launcher und die macht uns selbst keinen Damage. Das bedeutet, zum Beispiel Chroma können wir damit nicht hochstacken, aber alternativ können wir damit durch die Gegend rennen, anders als mit der Coolster oder der Angstrom, und können damit die Gegner Close Range töten, ohne uns selbst in die Luft zu jagen. Also, in meinen Augen ist das Ding hier eigentlich eine der beste Sekundär-Launcher, den wir haben, wenn ich da jetzt gerade keinen übersehen habe. Also, das Ding ist eigentlich top, anders kann man es nicht sagen. Gut, ich habe jetzt hier verbaut Catchmoon, Killstream und Haymaker. Killstream für so richtig schöne Crit-Werte, damit bin ich bei 105% ohne hydraulisches Fadenkreuz, mit hydraulisches Fadenkreuz so zwischen 140% und 150%, was bedeutet sehr, sehr viele Orange-Crits. Haymaker habe ich genommen für maximalen Schaden und ich kann euch sagen, egal welchen anderen Griff ihr benutzt, der Unterschied im Damage wird extrem sein. Und wenn wir gerade mal schauen, beziehungsweise ich habe damit schon ein bisschen rumgespielt, ich habe jetzt ungefähr eine Reichweite von 28 Metern. Ungefähr. Moment. 32 Meter. Okay, das ist sogar noch mehr, als ich erwartet hatte. Also, das Ding ist klasse. Ihr habt es schon gesehen, Mini-AK Plasmor, wir schießen, das fliegt, explodiert. Und es trifft die Gegner an vielen Stellen. Also, ich finde das Ding gut. Ich finde das Ding sehr gut, aber vielen Leuten gefällt es halt nicht. Weil die Begründung ist, das ist jetzt wirklich eine geile Begründung. In engen Gängen soll man damit nicht schießen können. Das ist Blödsinn. Okay, wenn wir jetzt so nah an der Wand vorbeischießen, da kriegen wir... Nee, da, sogar da funktioniert es noch. Also, ich weiß nicht, was die Leute machen. Okay, wenn wir jetzt hier so an der engen Wand entlang schießen, da geht's nicht. Aber schaut mal, wie klein der Abstand ist und ich kann vorbeischießen. Also, die Argumentation, dass man das Ding in engen Gängen nicht benutzen kann, das finde ich absoluter Blödsinn. Die Waffe ist sehr, sehr gut. Anders kann man das nicht sagen. Wir haben diesmal nur Feuerschaden und Einschlagschaden, was ich ein wenig schade fände, weil... Alle Kitguns haben Strahlungsschaden. Die hier hat nur Feuerschaden. Naja, ist gerade schade, wenn man gegen Bombarden spielt oder gegen Moors. Da war der Strahlungsschaden halt unglaublich schön. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Wir haben hier noch eine Abschwächung zwischen 20 und 40 Metern. Das bedeutet, bis 20 Meter haben wir unseren maximalen Damage und bei 40 Meter haben wir 0 Damage. Dann, Crit-Chance habe ich eigentlich alles erwähnt. Kommen wir zum Bild. Was habe ich drin? Ich habe drin, wie in jeder Kitgun, Hornissenstrich, Laufstreuung, tödlicher Schwall, die beiden Primed Crit-Mods, Pistolenpestilenz, Ruck, hydraulisches Fadenkreuz. Als Packs, also als Kitgun-Arcana, würde ich reinmachen entweder die Batterie, weil wir haben eh nur eine Magazingröße von 7, oder das Arcana... Also das Packs, das uns bei einem Headshot-Kill 4 zusätzliche Projektile gibt, die zielsuchend auf andere Gegner zufliegen. Wenn das dann ja wirklich hier diese Packs-Projektile sind, dann wäre das ziemlich cool. Also ziemlich, ziemlich cool. Jo, ich zeig euch das Ganze einmal ohne Arcanas, einmal mit Arcanas und wir legen direkt los. Übrigens die Aussage, bis 40 Meter ist die Abschwächung. Also bis 32 Meter oder was wir gerade waren, hatte ich ja überhaupt keinen Damage gehabt. Also, naja, gut.
Ja, die hier ist ein wenig langsam, das stimmt. Das wäre auch noch ein Grund, sich vielleicht für ein anderes für einen anderen Griff zu entscheiden, aber naja. Kommt halt auch auf den Gegner. Normalerweise brauchen wir halt nicht viele Schüsse, um einen Gegner zu töten. Ich habe ja eben schon gesagt, da wir nur Korrosionsschaden drin haben und Hitzeschaden, haben wir nichts gegen, dass die Bombarde anfällig ist. Und der Kanonier, der hat eh um die 98% Damage Reduce. Also, dass der nicht instant umfällt, das sollte ja eigentlich relativ klar sein. Nichtsdestotrotz, das Ergebnis war immer noch sehr, sehr gut. Gegen schwer gepanzerte Gegner ist die Waffe jetzt halt nicht ganz so optimal. Und ich habe auch noch versucht, ein bisschen rumzuspielen, aber in Korrosion und Strahlungsbild geht nicht. Da habe ich im ersten Moment einen Fehler drin gehabt, weil wir brauchen Elektroschaden für Korrosion und wir bräuchten Elektroschaden für Strahlung. Bedeutet, beides können wir nicht machen. Wenn ich euch das Ganze jetzt einmal mit den Arcanas zeige, da wird man sich dann wieder was anderes denken. Also das ist dann wiederum ganz nett anzuschauen. Also die Feuerrate ist schon mal sehr, sehr angenehm dann. Der Damage ist immer noch genial. Halt eben noch besser als eben. Gerade bei beim Heavy Gunner sieht man jetzt auch den Unterschied. Also ich muss sagen, klar, von allen Kitguns ist jetzt die Catch Moon wahrscheinlich die schwächste. Zumindest was Gegner mit Rüstung angeht. Aber was man auch machen kann und was unglaublich stark ist und man auf keinen Fall vergessen sollte, man kann auch mal gegen Gegner ohne Rüstung spielen. Das würde dann zum Beispiel so aussehen. Da hatten wir jetzt Virus und Hitze. Das ist eine unglaublich gute Kombination gegen Gegner ohne Rüstung. Nicht Limbo, nehmen wir einmal Oberon. Ich möchte euch das nur einmal kurz gezeigt haben. Das ist Stärke, Reichweite. Genau. Ewig her, dass ich das mal gemacht habe. So, Rüstung ist entfernt. Die Bombarde ist schon tot. Also, ja. Catch Moon, zu sagen, die Waffe wäre schlecht, ist ein riesiger Fehler, weil das Ding hat richtig Power. Es ist halt, ja, die schwächste Kitgun, die wir haben, gegen Gegner mit Rüstung. Habt ihr ja gesehen. Aber sobald wir die Rüstung entfernt haben, da braucht ihr auch nicht auf so viel Statuschance zu gehen. Das heißt, ihr könntet theoretisch auf noch mehr Damage gehen. Und das ist jetzt ohne Arcana. Noch mit ein bisschen mehr Damage, die werden One-Hit. Also ich finde es einfach absolut ungerechtfertigt zu behaupten, dass das Ding schlecht wäre. Im Gegenteil, ich bin ein großer Fan. Ich spiele das Ding gerne. Und es ist wie mit jeder Waffe oder mit den meisten Waffen. Man muss die Waffe einfach in der richtigen Situation spielen. Klar, es gibt Waffen, die sind allgemein gut. Ich sag jetzt mal Skoliak, Atarax, unsere ganzen Slide-Schnittwaffen oder auch die Vasto. Also generell Waffen, die auf Schnitt gehen, sind allgemein sehr gut. Aber man darf nicht vergessen, es gibt Waffen, die verhalten sich halt in bestimmten Situationen überproportional gut. Und Catch Moon ist halt so eine Waffe, die sich bei Gegnern ohne Rüstung extrem gut verhält. Ganz im Ernst. Man kann jetzt nicht behaupten, dass das hier ein schlechtes Ergebnis ist. Im Gegenteil. Das könnte natürlich jetzt auch der Grund sein, warum die Waffe nur Hitzeschaden hat. Weil ihr gedacht habt, ja, dass die ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Nicht nur immer gegen
so Gegner mit Rüstung und alles gut, indem sie auf Strahlung gehen, sondern auch mal gegen Gegner ohne Rüstung was Besonderes geben, weil ich sag mal, gegen Gegner ohne Rüstung, Strahlungsschaden skaliert sehr, sehr schlecht. Von daher, die Catchmoon Kitgun ist auch eine sehr, sehr starke Kitgun. Allgemein gesehen wahrscheinlich die schwächste, aber gegen Gegner ohne Rüstung, da ist die ganz oben mit dabei. Also hätte ich jetzt die Arcanas drin gehabt, wäre das Ergebnis nochmal deutlich besser gewesen, aber ich denke, ihr könnt es euch auch einfach vorstellen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.